Ein Ereignis, Hongsetschatzlack, die Geistschmiede, das Ausbildungslager, eine nächtliche Stunde und die Bruderschaft des Anglers. Und Prost! Hallihallo, Hallöchen, moin moin und herzlich willkommen zu weiteren News zur Wiedergeburt um Mitternacht. Unten in der Videobeschreibung, wie gewohnt, die einzelnen Zeitstempel. Unter dem Video könnt ihr die auch direkt finden. Springt gerne direkt zu dem Punkt, wie angekündigt, wo ihr hin wollt. Wir können Biere sammeln, in dem Sinne Prost, bis zum 23. September funktioniert das Ganze. Unter anderem hier kann man erstmalig die 7-tägige Premium-Mitgliedschaft sich gönnen. Insgesamt für 3 Herausforderungen des Tages bekommt ihr 5 Sommerbiere und eine Kühlbox für eine tägliche Quest. Karte der Geistermassen, Brutstätte, Zitadelle des Wahnsinns, Höhlen Avamar, Hangar 0, Tempel der Steinschlange und Friedliche Hügel. Darin enthalten wieder 1 bis 2 garantierte Sommerbiere und die Chance auf eine Kristallversion. Plus, weil wir jetzt auch diese schwierigen Dungeons wie die friedlichen Lüge laufen müssen. 34% Schadensreduzierung im Einsteigermodus. Dennoch, friedlich Hügel, lauft es mit Charms, lauft es im Veteranenmodus. Wenn ihr könnt, wen ihr in der Gruppe findet, die Belohnungen sind meist deutlich besser. Neben neuer und alter Badekleidung gibt es im Drachenexpress Schuppe des Ältesten. 3 Stück pro Woche könnt ihr dort einmal ergattern. Geisterschuppen 5 Stück pro Woche, heilige Fiole und Kristall des Gefährten. Lediglich eine bzw. 2 pro Woche. Das schaut schon mal ziemlich wenig aus. Ich hoffe an der Stelle sehr stark, dass dies pro Charakter gilt. Wird dies pro Account gelten? Sind A, eure kompletten alternativen Charaktere komplett nutzlos oder nahezu nutzlos? Ansonsten wirklich das Event mitmachen lohnt sich nicht unbedingt. Lebensenergie der Weissagung für euer Geistesabzeichen auf jeden Fall. Auch schon schön, dass es wieder drin ist. Dann eine ganze Reihe an Klamotten, an Verzierungen. Hier auch 2 Waffenverzierungen, Waffenskins. Und wie üblich für eine Eventwährung, dann natürlich auch wieder den gewöhnten Hormon-Erfahrungstalisman. Explizit und gesondert diesmal erstmalig die 7-tägige Premium-Mitgliedschaft. Einmal pro Account für 80 Biere. Diese könnt ihr euch definitiv zusammenfarmen. Mein Tipp an der Stelle, definitiv, wenn ihr auf NA einen passenden Charakter habt, das sind 16 Tage, wo ihr dort 3 Dailies macht und dann habt ihr 7 Tage lang Premium-Mitgliedschaft. Vielleicht wollt ihr da auch nochmal das Stempelbrett dehnen. Die Belohnungen, die Hongmun-Münzen gelten für beide Server. Deswegen, wenn ihr die 7-tägige Premium-Mitgliedschaft erwerbt, dann wird dies sehr wahrscheinlich auch für beide Server gelten. Sei zusätzlich nochmal gesagt, wir müssen die Marke kaufen, um nach den regulären Wartungsarbeiten am 23. September 7 Tage Premium zu erhalten. Premium bezieht sich also nicht auf dieses Event, sondern im Anschluss an dieses Event bekommen wir diese 7 Tage Premium gut geschrieben, egal ob wir Premium haben oder kein Premium beziehen. Diese werden nochmal draufgerechnet. Kontrolliert es am besten, macht also vor den Wartungsarbeiten am 23. mal einen Screenshot von wie viele Tage Premium ihr noch habt. Guckt, dass ihr dieses Item auch ersichtlich in diesem Screenshot zeigt und sollte irgendwas nicht funktionieren, wo ich mal von ausgehe, dann könnt ihr den Support anschreiben. Schreibt den Support generell an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Schlimmstenfalls gibt es ein Nein, immer noch besser als nicht versucht zu haben. Also sichert euch hier auf jeden Fall Premium, auch wenn ihr es bereits habt. Es verlängert sich, zumindest so die aktuellen News. Als nächstes kommen wir nochmal kurz auf die Hongsils Schatzjagd zu sprechen. Die findet ja auch mal wieder statt, weil ihr noch nicht dran teilgenommen habt. Für x Münzen oder wenn ihr Premium seid, Einschluss pro Tag kostenlos, könnt ihr daran teilnehmen. 20 Mal pro Runde. Jede Stunde fängt eine Runde an. 30 Minuten geht diese maximal oder bis jetzt 100 Schlüssel aufgefüllt sind. Je nachdem, wie glücklich ihr seid, auf welchem Platz ihr landet. Und hier unten seht ihr, welche Zahlen ihr habt. Ansonsten kosten für die Schlüssel 69 Endcoin Hongmun Münzen, 20 Hongmun Schlüssel pro Tag nur möglich. Das Dreierpaket einmal begrenzt für die Eventdauer und 25, 50, 100 Schlüsselpakete. Belohnung, die ihr euch holen könnt. Für 10 die Hongsils Schatztruhe, das andere eher weniger interessant. Ansonsten für 6 Gold, wie gesagt, könnt ihr dies verkaufen. In Hongsils Schatztruhe, je nachdem welche ihr erhaltet, können vergoldet quadratische Juwelen der Harmonie drinnen sein. Auch in Hongmun Juwelenfragment oder Pulver, verschiedene Fertigkeitsillusionen etc. pp. Das Ganze läuft bis zum 2. September. Achtet allerdings hier unbedingt drauf, die Kisten, die ihr von Hongsil bekommt, wenn ihr hier ein Item rausnehmen wollt, die kosten euch noch einmal zusätzlich Gold. Wenn ihr Premium habt, nutzt auf jeden Fall euren Schlüssel. Ihr könnt die auch sammeln und haut dann alle aber einmal raus. Ich persönlich nehme dann definitiv nicht dran teil. Es ist verschwindend gering, hier überhaupt etwas zu gewinnen.
Im Teil Geistschmiede könnt ihr euren Geist aufwerten. Phase 5 auf wahrhaftiger Geist benötigt nun keine Steine der Verwandlung, sondern Kristalle der Verwandlung. Anstatt 25 nur noch 10 Gold, wie wir in der Tabelle auch schon bereits gesehen haben. Links zu allem und oben einmal rechts in der Ecke das letzte Video, wo ich auch mal über die Preise gesprochen habe. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Es wird bis Hongun Geist der Tugend keine heilige Fiole mehr als Material für Aufwendung benötigt werden. Neuen Scales sind exklusiv in der überarbeiteten Mitternachtsblüten-Ebene erhältlich für den Kill für den Boss Stufe 3. Boss Stufe 3 müsst ihr Bosse 1, 2 und 3 im Damage Meter enthalten sein. Also nicht in Top Damage, aber ihr müsst Schaden gemacht haben. Wenn ihr dies habt, dann bekommt ihr den Boss Kill gut geschrieben und für den Dreier Kill kriegt ihr dann die 9 Fragmente. Dies gilt allerdings nur für die Herausforderung des Tages, deswegen ab morgen jeden Tag MSP laufen, 1 bis 3. Sie sind härter, deswegen unter Umständen könnt ihr es nicht mehr alleine laufen. Probiert's aus. Da wir die Skills in Zukunft häufiger brauchen werden, sollte das mit dem Gruppenfinden theoretisch gar nicht mal mehr so schwierig sein. Im Ausbildungslager der Hongmun könnt ihr für 10 Gold Kampfrucksäcke kaufen. So viele wie ihr wollt, so viele wie ihr Gold ausgeben wollt. Ihr bekommt garantiert eine Kampfration pro 10 Gold. Die Chance auf eine weitere Kampfration oder ein Soju, das wäre hier wirklich wichtig, auch für eure Mains unter Umständen. Truhe mit Bagor des Drachenzahns. 4 bis 8. Ihr braucht einen 50er Siegerfolg in allen Schlachtfeldern 6 gegen 6 und einen 100er Siegerfolg. Um dies zu entgehen, hier die Chance drauf, aber wie die Chance sein wird, wahrscheinlich verdammt gering. Was ihr mit den Kampfrationen allerdings holen könnt, ist nicht wirklich so Bombe. Entschlossenheit, neues Outfit. Hier, wo es sich allerdings lohnt, Schlachtfeldrechner, das Nova Bagor. Das solltet ihr euch auf jeden Fall holen, wenn ihr es noch nicht habt. Kosten relativ günstig gehalten. Lediglich 40 Kampfrationen insgesamt. Ansonsten, wenn ihr noch Blutsteine habt oder Blutsteine aus den Beuteln rausbekommen habt, eventuell sogar noch günstiger. Hier braucht ihr keine Schlachtfelderfolge mehr, von daher greift zu, wenn ihr sie noch braucht, wenn euch was fehlt. Deutlich günstiger als für Blutsteine. Ansonsten, wenn ihr über den PvE-Pfad eure Waffe aufwerten wollt, die gesperrten Waffenkisten von Numok bis Ayanka sind dort enthalten. Also fröhliches Aufwerten, fröhliches Sammeln. Die nächtliche Stunde schlägt bis 23. September in der neuen Auflage der Mitternachtsblütenebene für jede abgeschlossene tägliche Quest das Hütchenkühlen, also den Killerfolg für Wutstufe 3, kommt ihr den Schnurrbart des heiligen Longui. Den könnt ihr entweder für 5 Gold jeweils an den Drachenhändler verkaufen oder Fusionssteine für 3 oder eine ganze Nachtschuppe für 20 Schnurrbärte kaufen. Deswegen, wie schon erwähnt, guckt, dass ihr eure Bargurs noch wegbekommt, dass ihr eure grünen, gelben und lilanen Nachtsteine irgendwie noch verscherbeln könnt. Kauft Bargur-Truhen dafür, die könnt ihr irgendwo lagern, die könnt ihr rumschicken, kostet nicht allzu viel. Im schlimmsten Fall, wenn ihr aus dem Event dann doch keinen Nova-Kern-Bargurs holen wollt, habt ihr die Kisten. Vielleicht wollt ihr euer Nova-Kern-Bargur aufwerten. Könnt ihr problemlos machen, ihr habt zum einen genug Truhen der verschiedenen Stufen und zum anderen genügend Fusionspulver, wenn ihr die Bargurteile kaputt gemacht habt, die nicht den entsprechenden Stats entsprechen, keine Durchdringung drauf haben, die keine Crit-Verteidigung drauf haben. Ansonsten, nächtliche Stunde, schaut, dass ihr jeden Tag reingeht, MSP, 4 Wochen lang, könnt ihr hier farmen, was das Zeug hält. Also unterm Strich könnt ihr die hier in der Theorie als 10 Fusionssteine über die Event-Dauer ergattern. Denkt ebenfalls daran, die Schwierigkeit wurde angepasst und 24 ist die empfohlene. Ebenfalls bis zum 23. September läuft die Bruderschaft des Anglers. Hier könnt ihr euch für 90.000 oder 30.000 Anglerperlen schöne Items kaufen. In der funkelnden Truhe des großen Fangs ist eine funkelnde Perle der Bruderschaft garantiert. Es gibt frische Fische, Hut der Fischenfische, Truhe mit ständernen oder glänzenden Steinen und die Chance auf verbessertes Öl der Verfeinerung, braucht man nicht. Funkelnde glänzende Steine, schön, kriegen wir raus, wollen wir eigentlich nicht. Wundersame Auszahltruhen, die wollen wir an sich haben, ob man sie wirklich rausbekommt oder ob die Chance zu gering ist, dass es sich nicht lohnt. Das wird sich mit der Zeit zeigen. Wenn ihr Gold und wenn ihr Zeit übrig habt, Niraka wird ja ab morgen geschlossen sein. Wenn ihr Zeit und das Gold übrig habt, geht gerne angeln. Legt dafür allerdings Pet und Seele ab, weil die werden beim Angeln getriggert und
dann wird das gestoppt. Die funkelnde Perle der Bruderschaft gibt 5000 Ehre, Abklingzeit 24 Stunden und die Truhe des großen Fangs enthält einen prächtigen Talisman der Bruderschaft, wovon ihr 5 Stück benötigt, die mit 10 Sonnenperlen und 100 Gold in eine funkelnde Perle der Bruderschaft verwandelt werden können. Ob dies die Premiumpreise sind oder ob das die Standardpreise sind, zeigt sich wie gesagt auch morgen. Ansonsten garantiert drin enthalten noch 10 Gold, eine leuchtende Truhe mit schimmerndem Stein, eine leuchtende Truhe mit glänzendem Stein und sogar die Chance auf eine funkelnde Truhe mit schimmerndem oder glänzenden Stein. Für 10 Gold bekommt ihr keinesfalls 30.000 Anglerperlen, geschweige denn 90.000 für die funkelnde Truhe des großen Fanges. Deswegen hier eventuell eher einen großen Bogen drumherum machen. Falls ihr was anderes zu tun habt, geht eher dem da, lauft eher Dungeons, da habt ihr deutlich mehr von. Ansonsten, wenn der PC sowieso im Hintergrund läuft, wenn ihr eh was anderes macht, wenn ihr sowieso noch für Materialien am Fischen seid und überhaupt noch zu viele Perlen übrig habt, überlegt es euch, die Perlen hier vielleicht auszugeben, weil wundersame, schimmernde oder glänzende Steine sind auf jeden Fall die Zeit wert. Und wie gesagt, hier wird die Chance wahrscheinlich äußerst gering ausfallen. Am besten abonnierst du jetzt noch den Kanal und aktivierst unten die Glocke, um am Donnerstag nicht zu verpassen, wie dieses ganze Patch wirklich im Spiel aussehen wird. Ansonsten war es das erstmal mit diesem Video an der Stelle. Bei Fragen, Wünschen und auch Anregungen schreibt es mir gerne einmal unten in die Kommentare.